Servus zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder JPL Teambuilding. Inzwischen sind wir bei Spieltag 4. Spoiler, wir stehen 1-2. Erster Kampf immer noch unglücklich verloren. Zweiter mit Bravour bestanden. Dritter war recht klar und deutlich gegen uns. Das war auch unser schwächster Spieltag. Dazu aber vor dem Kampf nochmal mehr. Wir müssen heute ran gegen MadFi mit seinem Team Dark Thunder Flames. Wie immer rechts im Bild unsere beiden Teams eingeblendet. Wer schon sofort sehen kann, sieht, dass wir ein ziemlich großes Problem gegen sein Caputoro haben. Durch dem seine gute Coverage, die er einfach mitbringt. Und jetzt stelle ich euch mal vor, was ich mir da grundsätzlich dagegen überlegt habe. Und zwar geht's los mit unserem Stammgast Zapdos, mal wieder mit den Heavy Duty Boots und der Statik. Ja, ich bin nicht so der Erzwingerspieler. Ich muss aber auch Statik immer spielen, weil ich eigentlich kaum eine Elektroattacke drauf spiele, außer Volt Switch. Und apropos Elektroattacken, da verzichte ich diesmal sogar ganz drauf. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Er hat zwei Bodentypen. Er hat drei Resistenzen. Also da kriege ich mein Momentum auch nicht. Deshalb spiele ich hier ganz klar U-Turn über Volt Switch, weil damit komme ich immer raus. Auch wenn es gegen einige nicht sehr effektiv ist, aber ich kriege mein Momentum und nur darum geht's. Alles andere ist zweitrangig. Die Elektroattacke brauche ich auch nicht so wirklich, klar. Giga Glurak oder Golbat hätte ich gut getroffen, aber dafür habe ich mir andere Sachen überlegt. Ich spiele natürlich wieder den Hurricane. Klar, zweiter Step-Move ist hier Pflicht, trifft alles neutral oder sehr effektiv außer Magnetzone. Das heißt, da muss auch erstmal was reinkommen. Dann spiele ich dieses Mal die Hitzewelle drauf. Ganz einfach, weil Feuerattacken hier eben besser sind als die genannten Elektroattacken. Ich treffe alles außer Branawarz und Glurak auch mit der und Katapultra. Mit der Feuerattacke und einiges sogar sehr effektiv. Also eben auch Bulu oder vor allem auch Magnetzone, der eben den Hurricane resistet. Motineva treffe ich auch noch zusätzlich. Ja, ist einfach. Außerdem habe ich noch eine kleine Verbrennungschance. Das kann mir hier auch was bringen. Sehe ich einfach bisschen mehr, da ich zum Teil wahrscheinlich auch mal in Magnetzone drin bin oder reinkomme, wobei ich dafür andere Mons habe. Eventuell fällt mir gerade auf, ich könnte hier vielleicht noch anstatt der Hitzewelle ein Toxic drauf spielen. Habe ich auch drüber nachgedacht, aber jetzt wo ich es gerade wieder sage, ich spiele es hauptsächlich für Bulu, weil eben wenn ich das Matchup habe und dann brauche ich einen Move, um ihn safe zu killen. Hurricane hat nur eine 70%ige Genauigkeit. Wenn der mir da misst und ich gehe drauf, dann war's das. Und deshalb brauche ich die Hitzewelle. Die macht auch auf ein nicht KP investiertes Bulu über 60%. Das heißt, sobald der einigermaßen Chip gefressen hat, kann ich ihn mit der Hitzewelle rausnehmen. Ich bin auch schneller. Da komme ich hier nämlich dann gerade zu meinem Investment. Wir spielen mal wieder ein Scheues Wesen mit 60 in der Initiative, damit komme ich auf 140. Damit outspeed ich ein Fullspeed frohes Caputoro. Das heißt, ich bin immer schneller, ich rooste auch schneller. Kann sinnvoll sein für auch die Steinkante, die er wahrscheinlich drauf spielen wird. Die trifft mich danach nicht mehr sehr effektiv. Natürlich verliere ich dann dafür auch die Resistenz gegen einen Nahkampf oder auch gegen einen Woodhammer, der gegen uns sowieso im Grasfeld immer extremen Schaden macht, also auf alles. Also das ist schon,
Den kriegt er eigentlich immer free raus und teilt hier richtig aus. Ja, ganz klassisch wieder 2,52 in den KP. Und die restlichen übrig gebliebenen 196 habe ich in die Defensive investiert. Ganz einfach. Ich hatte auch ein Mixed-Set davor, habe dann aber einiges geändert noch am Team. Dazu komme ich aber später noch und deshalb habe ich mich dann hier einfach dafür entschieden, komplett in die Fizdev zu gehen, weil er halt hauptsächlich Rabigator oder Bulu oder eventuell auch einen Tobutz checken soll, die halt eher physisch angreifen oder höchstwahrscheinlich physisch angreifen. So, dann geht's weiter. Zum ersten Mal dabei und den hatte ich tatsächlich auch von Anfang an drin, ist mein Knogger, der gute Knogger. Einige kennen den Insider, andere nicht. Ich habe mich für ihn entschieden, ganz einfach, weil ich den Bodentyp hier ganz gut sehe. Klar, Grasfeld und so, aber ich spiele ja kein Erdbeben, muss ich auf Knogger auch nicht. Ich bin gut gegen Magnetzone aufgestellt. Ich bin recht gut gegen Branawarz aufgestellt. Giftmon Golbat, klar, den treffe ich nicht, aber der macht mir überhaupt nichts. Auch Chanera kann nichts gegen mich machen. Rabigator hat kaum was dagegen zu setzen. Ja, Motine war schon ein bisschen ein Problem. Branawarz vielleicht auch. Wobei Knogger einfach extrem austeilt. Mit dem Kampfknochen wird sein Angriff verdoppelt. Das heißt, ich kriege auf meine 132, die ich hier habe, daraus werden 264 Angriff. Ich spiele auch den Battle Armor. Was ist denn das? Auf jeden Fall kann ich nicht gecrittet werden. Ich glaube Kampfpanzer. Ich kann nicht gecrittet werden. Und ich spiele natürlich den Bone Marrow überm EQ. Ja, der hat eine 10%ige Chance zu missen, aber ich werde nicht vom Grasfeld geschwächt und ich habe immer auch 100, eine 100er Bodenattacke. Und wenn da will nichts reinkommen, klar, er kann Glurak oder Golbat reinschicken, also dass er Skallig mitnimmt, das kann ich mir bei Gott nicht vorstellen. Der macht ja gar nichts. Aber ja gut, Tobutz hat er auch noch mit der Schwebe, fällt mir gerade ein. Aber da will nix reinkommen sonst. Der two-hittet alles. Also, oder verteilt zumindest extremen Chip. Also das ist schon gut, was der hier austeilt. Dann spiele ich natürlich die Steinkante drauf. Die trifft Glurak, die trifft Golbat, die trifft Skallig, die trifft ja, Motineva. Alles andere neutral, außer Magnetzone, Branawarz, ja, Nokchan noch, aber den sehe ich jetzt hier auch weniger gegen mich. Ja, und wenn ich was predikten muss, dann werde ich wahrscheinlich Stone Age oder eben Knockoff drücken. Knockoff, er hat drei Evolit-Nutzer, drei, davon kann er nur einen mitnehmen. Und ich kann immer eigentlich free knocken. Entweder verliert er sein Evolit oder irgendwas verliert ein wichtiges Item. Band oder Specs hier wegzukriegen wäre extrem wichtig. Also in den Knockoff will auch nichts reinkommen. Der macht auch extrem Schaden und dann spiele ich noch die Rocks, weil ich die sonst nirgends anders drauf spielen kann. Das war natürlich dann auch noch ein Grund, warum ich Knogga mitgenommen habe, weil auf Heatran diesmal kein Platz für die Rocks sind. Und deshalb kann ich ihn ja auch nicht austauschen. Klar, er ist kein Switch-In. Er wird in wenig reinkommen. In Rabigator kann er reinkommen. Aber da muss ich auch vom Knockoff aufpassen. Kann auch in Magnetzone reinkommen. Aber das Problem ist, ich bin halt immer dann recht langsam mit nur 45 Init. Deshalb will ich Knogga safe reinholen und dann irgendwas extrem schaden. Deshalb natürlich 252 KP. Woanders lohnt sich's nicht. Adamant Wesen 160 in Angriff. Dann habe ich die 52 in die Spezialverteidigung gepackt, weil ich damit einen Feuersturm von einem scheuen Choice Specs Glurak
safe überlebe. Ich glaube auch mit 1 KP Max Roll. Aber das heißt, wenn ich das Matchup hinkriege und ich bin nicht angechippt, nach Rocks hat er natürlich eine Roll, aber die ist sehr gering. Dann kann ich eine Steinkante drücken. Die sollte natürlich connecten, aber dann hätte ich Glurak sofort weg. Also ein Katapultra macht da auch nicht so viel durch das Investment. Also den kann ich dann auch nochmal knocken. Knogger hat hier auch ein recht gutes Lead-Matchup. Klar, wenn jetzt da irgendwas reinkommt wie Ibranavarz oder in Lead oder Bulu, dann kann ich natürlich nicht drin bleiben. Aber in allem anderen kann ich erstmal drin bleiben und einen Knockoff rausballern oder Steine legen. Also da kann ich auf jeden Fall. Steine können auch ganz wichtig sein, weil er auch nur einmal Plateauschuhe spielen kann. Also da muss ich auch schauen. Knogger hat ein solides Lead-Matchup. Es kann auch sein, dass ich damit leaden werde. Das muss ich aber natürlich abhängig vom Matchup machen. Ich kann tatsächlich nicht genau sagen, was er hier mitnehmen möchte. So, dann auch wieder mit dabei. Black Cat nach Tara. Kurz und schnell erklärt, Standard-Set Leftover Synchro. Protect Wish Toxic Schmarotzer, ihr kennt's. Ich habe nur überlegt, anstatt Protect Staffette zu spielen für Momentum. Habe ich dann aber verworfen nach meinen Teamänderungen, weil ich mit Protect seine Giga besser ausstallen kann. Weil ich da kaum Schaden kriege. Ich kann wischen, dann kann ich einen Protect drücken, kriege kaum Schaden, bin fast wieder voll. Also da ist nach Tara einfach unfassbar gut. Die Giga-Kampfattacke macht auch kaum Schaden, weil sie schwächer ist, als wenn er den Fokusstoß so spielt. Ja, deshalb einfach Full Spätstef, gibt es nicht viel zu sagen. Soll wallen, Glurak wallen, Katapultra wallen, kann auch Tobutz gut wallen, Branawarz auch, den kann ich schön toxiken. Oder wenn er mich toxikt, kriegt das Toxic direkt zurück. Also, oh, Magnetzone. Klar, mit Choice Backs wäre der extrem schwierig für Nachtara, aber also das ist ja notwendig und das ist meine spezielle Wall und brauche ich nicht mehr dazu sagen. Schnell erklärt, kurz und bündig. Die nächsten Sets werden interessanter. So, der Pumper ist wieder dabei, nachdem er letztes Mal tatsächlich ausgesetzt hat. Auch wieder standardmäßig. Komplett Fistef mit dem Evolit, diesmal wieder mit den Guts, weil ich hier schon potenziell Toxic sehe, was auf ihn kommt, oder vielleicht auch mal einen Brandsand Burn oder irgendeinen Scald Burn oder so, wenn er den abkriegen sollte. Und da will ich meinen Angriff nicht halbieren lassen. Ich hatte den anfangs tatsächlich sogar nur Full KP und Full Angriff mit einem Ice Punch drauf. Nachdem ich dann aber mein Team nochmal geändert habe, habe ich dann den Ice Punch ausgetauscht gegen Defog. Warum, erkläre ich, wenn wir zum nächsten Mon kommen. Ganz klar wieder Tempo-Hieb Prio, Ableit-Hieb zur Heilung. Chanera wird hart getroffen vom Ableit-Hieb. Auch Motineva, Magnezone, Rabigator. Also das ist einfach eine starke Attacke. Knockoff natürlich auch klar, immer am Start, kann Free immer irgendwas knocken, wenn er drin ist. Und dann eben noch das Defog. Hauptsächlich soll er hier Rabigator ausschalten. Aber auch nochmal zusätzlich gegen ein Switching gegen Bulu sein. Ja, ich könnte den Gift-Hieb spielen, aber war jetzt halt im Endeffekt kein Platz dafür. Er soll ja auch nur reinkommen. Wahrscheinlich werde ich dann meistens schnell wieder rausdoublen oder halt eben knocken, wenn er sein Item noch hat. Weil in den Woodhammer kommt der halt auch nicht gut rein. Der kriegt halt auch schon über 60% von so einem Woodhammer. Da kann ihn halt auch nicht reinwerfen. Ich muss da halt immer gucken, was ich da reinschicke. Ob ich Zapdos reinschicke, ob ich ihn reinschicke. Oder ob ich auch dann eben Heatran reinschicke, zu dem wir jetzt gleich kommen. So viel mehr brauche ich zu dem Set hier nämlich auch nicht mehr groß sagen. Soll einfach die physischen Mons checken, eventuell auch ein physisches Katapultra. Kann man ja auch spielen oder ein Mixed Katapultra.
Deshalb habe ich das Invest entsprechend geändert und auch weil, dazu komme ich jetzt, weil ich heute erst recht kurzfristig, nachdem ich lang rum überlegt habe, dann doch Heatran wieder ins Matchup aufgenommen habe für mein Giga Turtok. Zwar war das so, ich hatte mein Fizz Def Giga drin, habe dann aber festgestellt, dass der doch von allem recht harten Schaden kriegt und dass Heatran einfach doch gut aussieht und mir auf der speziellen Seite mit der Offensivweste viel bringen kann, weil er Glurak bis auf den Brandsand komplett checkt, weil er Katapultra eigentlich auch komplett checkt, mit AV macht er mir 30, 40% nur. Er checkt Magnetzone tatsächlich wenig, bis auf die Stahlattacken, ja. Aber er checkt auch Motineva komplett. Klar, Branawarz muss ich immer rauswechseln. Aber sonst auch Toro. Ich bin wieder schneller. Komme ich nachher auch wieder noch dazu, wenn ich da mal drin bin. Die Pflanzenattacken machen halt gar keinen Schaden. Woodhammer macht 30%, das ist extrem viel für Vierfach Resist. Aber ich habe kein KP-Investment, bis auf die 12. Und von dem her muss ich da immer abwägen, was ich da genau reinschicke. Wenn das natürlich predicted und dann auf die Bodenattacke geht, habe ich ein Problem. Dann bin ich nämlich weg vom Fenster. Aber gut, ja. Deshalb hier AV, Feuerfänger, dass die Feuerattacken von Glurak keinen Schaden anrichten. Ich spiele, ihr könnt schon sehen, zwei Feuerattacken und zwar einmal den Flammenwurf. Ganz einfach als Safer Step. Wenn ich was treffen muss, muss ich Flammenwurf drücken, dafür brauche ich es. Lichtkanone auch Safer Step. Nur dass die eben gegen einige Mons kaum Schaden macht. Deshalb habe ich mich dann noch separat für den Flammenwurf zusätzlich entschieden. Der trifft einfach viel mehr. Erdkräfte, auch klar, dient zur Coverage, trifft nochmal Magnetzone vierfach. Ja, ich wusste nicht so, was ich sonst noch draufpacken soll. Dark Pulse, Drachenpuls macht alles wenig Sinn, dann spiele ich lieber nochmal Erdkräfte, die irgendwas und treffen können. Wenn entsprechend Glurak weg ist oder so, kann ich die halt auch immer drücken. Vor allem treffen sie Branawarz neutral. Gegen die mache ich sonst gar nichts. Und zum Schluss spiele ich noch den Magma-Sturm, Lava-Sturm, ihr kennt's, ich kann es nicht unterscheiden. Den werde ich drücken, wenn ich was trappen will, was reinkommt oder so, oder einfach mal noch was richtig austeilen muss. Dafür Magma-Sturm, der dann auch kontinuierlich Schaden verursacht. Investment auch scheues Wesen, gespeed-creept auf ein Full-Speed-Bulu. Das heißt, ich komme rein. Durch das, dass ich gespeed-creep bin, zwinge ich ihn rauszuwechseln, außer er spielt natürlich Scarf, aber das werde ich wahrscheinlich früher schon rausfinden, hoffe ich mal. Scarf-Pferdestärke boxt mich natürlich auch um. Aber ich sehe hier potenziell andere Scarfer als sein Bulu. Ich glaube eher, dass der Wallbreaker wird mit einem Choice Band, aber man weiß ja nie, was die Leute vorhaben. Deshalb gespeed-creept auf ein Full-Speed-Bulu. Full Attack diesmal. Ich habe genug Defensive, deshalb nur 12, die restlichen 12 in den KP. Heatran soll hier mal ein bisschen austeilen mit der AV. Ja. Und ich hoffe mal, dass der Switch richtig war von meinem Giga auf Heatran. Ja, Turtok hätte natürlich Giga Glurak gewollt. Ich hatte da die Grindleberry drauf, um seine Dünner-Pflanzenattacke zu verhindern. Aber am Ende war es halt so, dass Turtok dann von Katapultra doch recht gut auf die Gosch kriegt. Von Bulu auch, Magnetzone auch. Ja, Motineva mit einem Käfergebrumm macht dann auch wieder viel Schaden. Und am Ende hätte es irgendwie nur Rabigator gecheckt. Und in dem Hochmut-Boost, dann nimmt er mich auch raus. Und ja. Und nur wegen einem Mon, wegen Giga Glurak, eventuell auf Heatran verzichten, der gegen mehr besser aussieht, ja, war für mich dann noch falsch. Von dem her habe ich mir den Wechsel genommen und hoffe, dass er aufgeht. Dann zu guter Letzt nochmal ein einfaches Set. Auch ein ziemlich spontaner Switch noch, nachdem ich mit jemand übers Team geredet habe. Ich hatte es in Scarf Anego drin.
Aber der meinte, ja, Maxax sieht doch gut aus, guck mal, Maxax und so. Und ich habe lang rumüberlegt, weil Scarf Anego halt den Speed mitbringt, um alles zu outspeeden, auch jeden Scarfer, außer wenn er sein Tobuz oder Katapultra scarft mit 103 Init. Die sind so eine 6-Punkte-Unterschied, aber die machen viel aus. Aber dann wieder vierfach Bodenschwäche. Ja, gibt ein Grasfeld, aber er hat Pferdestärke, Nutzer und die spezielle Defensive habe ich mir durch Nachtara und Heatran wieder reingeholt. Ja, und dann habe ich mich für Maxax entschieden. Habe lang überlegt, will ich ihn Scarf Maxax, outspeedet Scarf Rabigator, outspeedet, aber dafür wieder kein Scarf Glurak und dies und das. Habe lange überlegt, aber was spiele ich mit dem Scarf für Moves drauf? Drachenklaue macht zu wenig Schaden. Outrage ist riskant, dann kann ich nicht switchen. Wenn ich dann nichts kill, dann komme ich nicht raus. Dann habe ich entsprechend Chip kassiert, bin dann weg, habe kein Scarf mehr. Ja, am Ende habe ich mich für ein Live-Orb entschieden, weil ich mehr den Damage-Output brauche, der wichtiger ist. Und habe dann mich entschieden, einen Schuppenschuss zu spielen. Ein Live-Orb-Schuppenschuss macht entsprechenden Schaden. Wenn ich dreimal treffe, bin ich fast so gut wie mit einer Drachenklaue. Bei viermal sogar mehr. Bei fünfmal bin ich über einem Wutanfall. Gut, davon wollen wir mal nicht ausgehen, dass das passiert. Aber und vor allem entscheidend ist, ich kriege durch Stab, Life Orb, Schuppenschuss, einen Init Boost. Und ich brauche hier auch nur den Init Boost. Dank dem Life Orb muss ich mich nicht safe setupen und muss nicht safe einen Drachentanz rausbekommen, um meine Init und meinen Angriff zu steigern. Weil ich durch den Life Orb den Damage Output habe, den ich brauche, und durch den Scale Shot immer irgendwas treffe, außer Bulu und Magnetzone. Treffe ich immer was und ich kriege meinen Init-Boost, den ich brauche. Auf plus 1 Init bin ich schneller als Katapultra. Klar, ich bin natürlich nicht, doch, ich bin dann auch schneller als ein Scarf Rabigator. Also tatsächlich nicht schneller als ein Scarf Glurak, aber das ist nicht ganz so schlimm, weil ich für Glurak den Steinhagel spiele. Das heißt, wenn er nicht Scarf ist, nehme ich ihn einfach direkt raus mit einem Rockslide, egal ob in der Giga oder nicht. In der Giga ist eine Roll, aber die ist ziemlich gut. Also vielleicht hat er davor auch schon Rocks gefressen oder irgendeinen Chip. Also von dem her ist er dann einfach weg. Wenn er Scarf ist, nehme ich alles von ihm und kann ihn dann trotzdem killen. Klar, dann fresse ich Chip, aber mit Specs sieht es ein bisschen anders aus. Aber dann bin ich nach einem Schuppenschuss schneller. Close Combat habe ich mich drüber entschieden, über der First Impression, weil ich eben durch Scale Shot den Init Boost meistens fast immer rauskriege, weil ich den halt for free drücken kann. Deshalb noch Close Combat, trifft Rabigator, trifft Magnezone, trifft Chanera, trifft Motineva, trifft Branawarz. Also nicht sehr effektiv, aber neutral und ja, Steinhagel hauptsächlich für Glurak. Und noch ein bisschen für Bulu, der hier potenziell reinkommen könnte. Den Rest trifft jetzt weniger, aber ich hatte den Slot frei. First Impression hätte ich machen können, aber Rabigator kann mich nicht rausnehmen und mit einem Close Combat kill ich ihn so oder so. Ja, und dann zum Schluss natürlich Gift-Heap. Gift-Heap muss ich spielen, ganz einfach, weil ich schneller bin als Bulu, außer er ist Scarf. Aber er spielt keine Feenattacke. Das heißt, er kann mich auch mit nichts treffen und ein Gift-Heap killt ihn immer. Der ist auch nur für Bulu da. Klar, ich treffe damit auch noch Chanera oder irgendwas, aber sonst macht die Giftattacke wenig Sinn. Aber ich musste hier drauf spielen, weil ich eben auch Anego ersetzt habe, der sonst mit der Sludge Wave den natürlich rausgenommen hätte. Aber der Grund war dann auch, ich hatte die zweite Vierfach Bodenschwäche weg. Anego wird halt von Bulu umgeboxt sofort, wird von Rabigator sofort umgeboxt von einem physischen Katapultra. Motineva, wenn er sich setupt, durch den Eisflügelstaub killen dann auch die vierfachen Juwelenkräfte nicht mehr.
Gegen Magnezone hatte ich eigentlich gar nichts. Klar, den hätte ich gewollt, aber ich hatte keinen Move dagegen. Ja, natürlich geht mir der Strauchler für Branawarz verloren, aber Branawarz muss ich irgendwie toxicen, dann kriege ich den schon auch weg. Der hat nämlich keine Heilungsoption. Also von dem her muss das schon irgendwie hinhauen. Und deshalb, ja, lasse ich es jetzt so. Ich hoffe, es funktioniert. Am Ende ist man immer schlauer. Jetzt habe ich es geändert. Wahrscheinlich hatte sie jetzt genau darauf vorbereitet. Hätte ich es nicht geändert, hätte ich es anders vorbereitet, so wie es halt meistens ist. Naja, ah, bei Knorga fällt mir noch ein, habe ich was vergessen. Jetzt, wo wir dabei sind. Mein Init-Investment habe ich vergessen. Die 44 sind dafür, um ein Non-Speed Chanera zu outspeeden. Mit 71 bin ich genau einen Punkt schneller als ein Chanera ohne Init-Investment und kann dann da entsprechend Work machen, wenn er drin bleiben sollte. Jo. Das ist mein Team gegen Medfi. Wie immer einen Tag vor dem Kampf. Ich hoffe, es wird was. Wir sollten gewinnen. Wäre wichtig. Sonst sieht es nicht so gut aus für uns. Das ist mal ein Matchup, das besser ist als die letzten zwei. Wobei wir davon ja erstaunlicherweise eins gewonnen haben. Es wäre nicht so schlimm, hätten wir den ersten Kampf nicht verkackt. Aber naja, so ist es halt. Jetzt gewinnen und dann sieht es besser aus. In diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Beischauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.